Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Anna Buche. Ich arbeite bei der Stadt Kiel in der Abteilung Klimaschutz und freue mich, dass ich hier einen kurzen Einblick heute in unsere Arbeit geben kann. Bei uns wurde der Climate Emergency im Mai beschlossen, allerdings nicht im luftleeren Raum. Deswegen werde ich einmal einen kurzen Rückblick geben über die Klimaschutzhistorie bei uns in Kiel, dann kurz den Masterplan streifen, das ist unsere Klimaschutzstrategie in Kiel, und dann auf das eingehen, was der Climate Emergency bei uns bis heute eigentlich bewirkt hat, und dann nochmal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Genau, Kiel ist die Landeshauptstadt von dem Energiewendeland Schleswig-Holstein. Wir liegen direkt an der Ostsee, 250.000 Einwohner, Tendenz wachsend. Industrie haben wir nicht mehr so viel, aber es ist ein wichtiger Dienstleistungs- und Verwaltungsstandort und auch ein Standort von Forschung und Wissenschaft. Wir haben drei Hochschulen, wir haben unter anderem das Geomar bei uns sitzen, und das ist auch ein Grund, worauf wir ein relativ hohes bürgerliches oder zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich Klimaschutz zurückführen. Und das würde ich gerne einmal kurz darstellen, wie so wichtige Schritte im Bereich Klimaschutz eigentlich von der Zivilgesellschaft auch bei uns begleitet wurden. Kiel hat schon seit 1995 einen Klimaschutzkoordinator, also lange bevor das staatlich gefördert wurde, hat Kiel sich diese Stelle gegönnt. Und als die Stadtwerke darüber nachgedacht haben, wie sie ihr abgängiges Kohlekraftwerk ersetzen können, hat sich dann auch eine breite Bürgerinitiative gegründet, die sich dann nannte Keine Kohle Kiel. Im Rahmen vom Kieler Energie- und Klimaschutzkonzept wurde dann auch beschlossen vom Rat, dass es in Kiel kein neues Kohlekraftwerk geben soll. Und im Rahmen von einem Energieversorgungskonzept sollte dann eine Lösung entwickelt werden, wie denn die Energieversorgung in Kiel zukünftig aussehen kann. Und auch das wurde wieder sehr intensiv von der Bürgerbewegung begleitet. Im Jahr 2016 haben wir dann eine neue Klimaschutzstrategie erstellen lassen, weil absehbar war, dass wir unsere Klimaschutzziele für dieses Jahr 2020 erreichen werden und wir eine Strategie brauchen, wie wir danach weitermachen. Und haben an dem Programm Masterplan 100% Klimaschutz teilgenommen. Der wurde 2017 einstimmig vom Rat verabschiedet. 2018 kam dann der IPCC-Bericht raus und mit der Konklusion, dass die angestrebten Ziele, die auch wir uns halt gesetzt haben im Masterplan, nicht ausreichen werden, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wieder eine große und breite Bürgerinitiative Klimanotstand Kiel und 2019 dann der Beschluss der Ratsversammlung zum Climate Emergency, die Klimaschutzziele, die wir uns 2016 gesetzt haben, früher als 2050 zu erreichen. Der Masterplan, wie gesagt, der orientiert sich an den damaligen Zielen oder auch immer noch gültigen Zielen der Bundesregierung. Und am oberen Ende sozusagen, nämlich 95% Treibhausgaseinsparung und 50% Endenergieverbrauch. Grobe Formel für uns ist also immer, dass wir sagen, Endenergieverbrauch halbieren und zu 100% aus Erneuerbaren decken. Das ist so, wenn man das auf eine einfache Formel runterbricht. Hier sieht man einmal, wie sich der Endenergieverbrauch in Kiel verteilt. Also ein ganz großer Faktor bei uns ist einfach das Wohnen. Industrie, hatte ich schon gesagt, haben wir halt kaum. Und Verkehr, das sind eigentlich die großen Bringer, wobei man natürlich auch sagen muss, dass von dem Verkehr auch noch ein großer Teil auf unsere Haushalte zurückzuführen ist. Ich habe immer das Gefühl, dass häufig noch nach dieser goldenen Formel gesucht wird, wie können wir eigentlich jetzt einfach Klimaschutz erreichen. Und dass diese Formel, die gibt es schon lange, die ist so unsexy, aber sie ist halt einfach so wahr. Also wir müssen Energie sparen, wir müssen hinterfragen, brauchen wir bestimmte Energie
überhaupt oder können wir uns die von Anfang an sparen? Wie setzen wir die Energie ein? Welche Geräte setzen wir ein? Nutzen wir die Energie effizient? Und das, was wir dann noch wirklich brauchen, das können wir über Erneuerbare decken. Für Kiel heißt dann dieser Pfad, den wir halt durchdekliniert haben, über alle anderen, also über alle Sektoren, Mobilität, Industrie, unseren eigenen Handlungsbereich, dass wir halt versuchen, den Energieverbrauch um 50% zu senken. Wir kommen wahrscheinlich so bei 44% raus, das sagt der Masterplan, und den Rest über Erneuerbare zu decken. Wobei uns das auch nicht ganz gelingen wird. Man sieht halt hier noch einen Rest. Wir haben eine Müllverbrennungsanlage, da werden wir immer noch fossile Emissionen oder fossile Fraktionen verbrennen müssen und dadurch Emissionen verursachen. Und auch im Verkehr werden wir das nicht ganz decken können. Man sieht zwei große Knicks. Der eine ist hier und der andere ist hier am Ende. Und grob gesagt ist das hier der Kohleausstieg, den wir 2019 vollzogen haben und die Betriebnahme des neuen Kraftwerks. Und das hier ist der Gasausstieg. Das sind die großen Bringer, Ausstieg aus den Fossilen. Alles andere dazwischen sind notwendige Schritte, die erforderlich sind, aber weil was die Einsparung angeht, bringt nur der Ausstieg aus der fossilen Energie wirklich die großen Einsparungen. Das ist das neue Küstenkraftwerk. Es ist ein Gaskraftwerk, es ist aber ein Gasmotorenkraftwerk. Es ist hochflexibel und kann halt auf den Energiemarkt ganz flexibel reagieren. Hat einen großen Wärmespeicher, hat auch eine Power-to-Heat-Anlage mit einem Elektronenkessel. Ich habe das als Beispiel rausgegriffen, weil das für uns eine wichtige Brückentechnologie ist. Es ist nämlich nicht nur flexibel am Energiemarkt, sondern es kann auch flexibel mit anderen Gasen betrieben werden als mit Erdgas. Und das ist das, was wir uns jetzt mit dem Masterplan, mit dem Climate Emergency, Entschuldigung, auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich raus aus dem Erdgas. Der Climate Emergency in Kiel, wie gesagt, 2019, große Proteste, auch in Kiel. Wir hatten bis zu 16.000 Teilnehmer bei der Fridays for Future Bewegung, bei 250.000 Einwohnern, wenn man das in Relation setzt, also sehr viel. Man sieht hier den Rathausmarkt. Es waren mit die größten Demonstrationen, die Kiel in den letzten Jahren überhaupt erlebt hat, und die Bürgerinitiative. Bei uns ist die Politik sozusagen den Bürgern zuvorgekommen und hat halt einen eigenen Antrag eingebracht, den Climate Emergency. Und neben der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels sah der Climate Emergency vor, dass wir Leitlinien entwickeln, wie wir unsere zukünftigen Beschlüsse auf die Klimafreundlichkeit hin überprüfen können. Und die Verwaltung wurde aufgerufen, Maßnahmen zu benennen, wie denn die Klimaneutralität eigentlich früher erreicht werden kann als 2050. Das war immer unser Slogan, das sehen Sie hier oben, klimaneutral bis 2050, das haben wir jetzt elegant durch ein Fragezeichen ersetzt. Genau, resultiert aus diesem Aufruf war ein 23-Punkte-Plan, den wir der Politik zum Beschluss vorgelegt haben und der so auch im November letzten Jahres beschlossen wurde. Kernaussage ist allerdings, dass wir gesagt haben, die Abteilung Klimaschutz hat über 170 Maßnahmen, der 250 Maßnahmen, die im Masterplan stehen, bereits angefangen. Das heißt, wir sind am Anschlag unserer Kapazitäten und wenn mehr gemacht werden soll und schneller, dann brauchen wir auch mehr Leute und mehr Geld. Das mehr Leute, das habe ich hier oben mal immer in der Ecke abgebildet, weil ich nicht jetzt bei jeder Maßnahme darauf eingehen möchte, wie viele Stellen dahinter stehen. Und ich möchte auch einmal betonen, dass auch wenn das im November beschlossen wurde, wir bisher nicht eine Person mehr sind, die im Team arbeitet. Also, gut. Eine wichtige Maßnahme ist, die da drin steht, dass eine Koordinierungs- und Beratungsstelle gegründet werden soll.
Das heißt, es gibt zukünftig eine Anlaufstelle, die soll NGOs und Bürgerinitiativen, Bürger, Energiegenossenschaften etc. dabei unterstützen, in ihrer Nachbarschaft vor Ort Klimaschutzprojekte umzusetzen. Dann, wie gesagt, der Ausstieg aus dem Erdgas. Das ist eine große Frage. Wir wissen nämlich, dass unser Stadtgebiet nicht ausreicht, um die Erneuerbaren, die wir benötigen werden, auch nach dem Effizienzpfad, selber zu erzeugen. Insofern sind wir dabei, einen Energieverbund zu gründen, gemeinsam mit unserem Umlandkreisen, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Kreis Plön und der Kiel-Region. Und zwei Teilprojekte davon haben wir bereits begonnen. Das ist einmal eine Biomasse-Strategie, insbesondere mit Schwerpunkt auf Reststoffen, und eine Wasserstoffstrategie im Programm High Starter. Dann sieht der Beschluss vor, dass für Baugebiete außerhalb des Fernwärmeversorgungskonzeptes Energieversorgungskonzepte vorgelegt werden müssen, die das Ziel haben, das Gebiet zu 100% aus Erneuerbaren zu erzeugen und dementsprechend auch möglichst energieeffiziente Gebäude aufweisen muss. Erster Climate Emergency Fall, tatsächlich Kieler Süden, großes Baugebiet, 1600 Wohneinheiten, war eigentlich schon so gut wie in der Bauleitplanung, in der Vorbereitung, haben jetzt den Auftrag gekriegt, sie müssen halt dieses Energieversorgungskonzept noch beauftragen und einreichen. Energetische Quartierskonzepte ist das Instrument, was wir nutzen, um in den Bestandsquartieren die Sanierungsrate zu steigern und auch da den Einsatz von erneuerbaren Energien zu fördern. 7 haben wir schon, das plus 1 ist im Gewerbegebiet, ist aber ähnlich sozusagen konstruiert wie ein Quartierskonzept. Und die liegen momentan insbesondere außerhalb des Fernwärmegebiets. Da geht es aber darum, in Zukunft wirklich eine stadtweite Strategie zu entwickeln für unterschiedliche Quartiere, die jeweiligen individuellen Fragestellungen dann abzuhandeln. In unseren eigenen Liegenschaften haben wir beschlossen, dass sie, soweit sie halt eben nicht im Fernwärmegebiet liegen, in Zukunft 100% erneuerbare Energien im Bereich Wärme einsetzen werden. Das gilt für alle Modernisierungs- und Neubaufälle. Ausnahmen kann es eigentlich nur geben, wenn innovative Techniken eingesetzt werden, die eben nicht zu 100% erneuerbar sind, Brennstoffzelle etc. Die Solardach-Kampagne. Wir haben bereits den Beschluss, dass wir zusätzliche Energiebedarfe durch PV-Anlagen kompensieren. Hinzu kommt jetzt das im Climate Emergency, dass wir sagen, wir packen auf unsere Dächer das, was technisch möglich ist. Also auf alle Dächer, die neu gebaut oder modernisiert werden, kommt eine PV-Anlage, und zwar so viel das Dach trägt. Und solche Flächen hier sollen halt in Zukunft vermieden werden. Das ist eine Anlage auf einer Schule bei uns. Dann soll es eine Kampagne geben für private Hauseigentümer, ihre Dächer mit PV zu belegen, und wir wollen eine Strategie entwickeln, wie wir Großflächen in der Stadt Kiel nutzbar machen für PV. Das sind vielleicht große Parkplätze, Hallendächer etc. und da gerne dann auch mit Einbindung von Bürgerenergiegenossenschaften. Auch beim Mobilitätsmanagement gucken wir natürlich bei uns. 121.000 Kilometer legen bei uns täglich allein die Mitarbeiter der Stadt Kiel zurück. Und wie man an dem Tortendiagramm sieht, einen großen Teil davon halt immer noch mit ihrem privaten PKW oder ja, MEV. Und das soll halt auch angefasst werden, das soll deutlich geändert werden. Da wollen wir Vorreiter werden und da den Umweltverbund stärken. Umstellung des eigenen Fuhrparks. Es gibt jetzt mit dem Climate Emergency den Grundsatzbeschluss, dass eigentlich nur noch im PKW-Bereich E-PKWs angeschafft werden, da auch kleine. Dann, dass diese auch gemeinsam über Ämter hinweg genutzt werden sollen und nur in Ausnahmefällen, also bei großen Nutzfahrzeugen zum Beispiel, auf alternative Antriebe zurückgegriffen werden kann, wie zum Beispiel Wasserstofftechnologie oder ähnlichen. Mobilität ist momentan bei uns ein Riesenthema. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen. Wir haben ein Luftreinhalteproblem und insofern kommt die Umstrukturierung des ÖPNV gerade eine ganz große Rolle zu. Im Moment fahren bei uns nur Busse. Das soll erweitert werden durch
ein trassengebundenes System. Da findet gerade ein großer Beteiligungsprozess in Kiel statt, aber auch die Flotte unserer Busse wird umgerüstet. Wir haben ein Leihradsystem etabliert, wir haben Projekte zusammen mit UPS. Fahrradinfrastruktur, da ist ganz viel Musik drin. Da haben wir schon einen relativ hohen Anteil von 17%. Das soll gesteigert werden auf 25%. Das geht nur mit Radwegeausbau. Das zeigt auch die Erfahrung jetzt unserer Veloroute. Das ist ein Radschnellweg und der bewirkt tatsächlich messbar, dass sich das Verhalten der Kieler ändert. Zielwert ist, 30 Euro pro Einwohner einzusetzen für den Ausbau von Radinfrastruktur. Das ist vergleichbar mit anderen Städten wie Kopenhagen oder Amsterdam immer noch nicht so viel, aber es bedeutet für uns halt schon eine immense Steigerung. Wir sind auf der Suche nach Leuchtturmprojekten, um diese zu präsentieren und dann halt auch Nachahmer zu finden. Leuchtturmprojekte für uns sind die Projekte, die die Masterplanziele auf Projektebene umbrechen, also 95% Treibhausgaseinsparung und 50% Endenergieeinsparung. Und diese sollen dann halt auch in einer großen Leistungsschau und Arbeitstitel präsentiert werden, um halt Nachahmer zu finden. Ein Projekt, was schon auf viel Aufmerksamkeit gestoßen ist, ist die Kieler Woche, das große Volksfest im Norden, nach dem Hafengeburtstag in Hamburg vielleicht. 3 Millionen Besucher. Er hatte letztes Jahr bereits den Fokus auf dem nachhaltigen Energiemanagement. Wir haben Mehrwegsystem, Pfandsystem eingeführt für Becher, nur noch erneuerbaren Strom bezogen, keine Plastikstrohhalme mehr verwendet und so weiter. Und dieses Konzept, was wir da testen und da was auch weiter ausgebaut wird, das soll auf alle städtischen Events übertragen werden und das wird soll auch externen Veranstaltern als Auflage gemacht werden, wenn sie auf unseren Flächen Veranstaltungen durchführen. Ein kurzes Resümee nach ein paar Monaten Klimanotstand. Also wir haben eine Strategie, wie man wie wir klimaneutral werden wollen. Und für uns bedeutet der Climate Emergency schneller werden. Also das, was wir uns bis 2050 vorgenommen haben, muss schneller und konsequenter umgesetzt werden. Wir merken aber auch, dass wir eine unglaublich große öffentliche Aufmerksamkeit durch diesen Beschluss erhalten haben, deutschlandweit. Das erhöht natürlich auch den Druck, sowohl auf uns, aber eben auch auf die Politik zu handeln. Und wir merken, dass eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Und man kann zu Recht über diesen Begriff Climate Emergency oder Klimanotstand streiten. Und bei uns wurde ja auch der Climate Emergency beschlossen und nicht der Klimanotstand. Das muss man korrekterweise einmal sagen. Aber es hat eine sehr starke Sensibilisierung stattgefunden, sowohl bei unseren Kollegen, als auch in der Gesellschaft. Und auf einmal wurde gesagt, ja Moment mal, wir haben doch hier den Klimanotstand, warum brennt hier eigentlich den ganzen Tag das Licht? Also wo wir jetzt irgendwie seit 20 Jahren oder meinen Kollegen seit 20 Jahren dran arbeiten, mit diesem, mit diesem Wort, auf einmal konnten viel mehr damit was anfangen. Wir sehen aber auch eine große Chance da drin in der Verstetigung und in der Etablierung des Dialogs mit den NGOs durch die Stelle. Und natürlich die Erhöhung unserer personellen Ressourcen und unserer Sachmittel, weil ohne die eben dieses Vorziehen der Maßnahmen nicht möglich wäre. Genau, wer mehr davon erfahren will, was in Kiel alles passiert, kann uns auf der Website besuchen oder unseren Newsletter sozusagen bei Notify oder Telegram abonnieren. Und meine Kontaktdaten stehen da. Vielen Dank.